So on top of page one here, you should have a passage from the 9th chapter in the book of Daniel. And this is actually a paradoxical kind of Christian proof text, because on the one hand, we're going to see that it could be the very most powerful proof text that Christians have, potentially, and yet we'll see that in many ways they have difficulty presenting it. So let's just dive right into this passage, beginning with the 24th verse. Daniel writes, 70 weeks are determined upon thy people. We're reading now from the King James Version. Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um Daniel 9. Und zwar habe ich euch mitgebracht eine Streitrede eines Rabbiners, der auf dem Seminar Keep the Jews Jewish Daniel 9 kritisiert und die christliche Auslegung kritisiert. Und der an der gängigen Auslegung, die ich euch auch gezeigt habe, kein gutes Haar lässt. Deswegen wendet sich mein Clip auch insbesondere an die Theologen und an die Pastoren und Prediger, die diese Sichtweise vertreten. Ihr müsst das dringend überprüfen. Denn wenn ihr hört, wie der diese Auslegung und diese Umrechnung von 360 und 365 Tage, der Beginn der Frist von Artaxerxes aus, die Deutung der Worte in Daniel 9, 24 bis 27, in Grund und Boden vernichtend kritisiert, dann habt ihr jetzt ein Problem, weil die Christen können mit dieser Art der Auslegung nichts anfangen. Und wir leben in einer Zeit, wo eine jüdische Gegenreformation einsetzen wird. Und da werdet ihr jede Menge Leute an die Juden verlieren, denn die werden dann den Leuten mal zeigen, was im hebräischen Grundtext steht und wie man die Begriffe wirklich verstehen muss und wie sie betrogen worden sind von ihren Führern. Steht unter anderem auch im Talmud von Rashi oder Rambam, kann man ja nachlesen, wie der sich die Endzeit vorstellt. Wenn ihr keine besseren Auslegungen habt als das, dann müsst ihr euch dringend hinter die Bibel setzen und Gott um Licht bitten und anfangen, die Bibel zu studieren. Denn das, was der hier sagt, das ist schon extrem heftig und lässt von dieser christlichen Art und Weise der Auslegung, insbesondere die 7 Wochen und die 62 Wochen hintereinander zu schalten und dann 69 Wochen von Artaxerxes auszurechnen und bis auf Christus zu kommen, überhaupt nichts mehr übrig. Das ist in Grund und Boden, und er ist dann noch gründlicher als ich und ein sehr eloquenter Mann. Mein Wunsch wäre, dass ihr euch mit dem Text nochmal auseinandersetzt und euch dann nochmal beschäftigt mit und im Kontext das alles nochmal betrachtet. Und wenn ihr Zeit habt, vielleicht auch meine Clips anschaut. Da geht es mir nicht darum, dass ich jetzt mehr wüsste als ihr. Es geht überhaupt nicht ums Wissen. Es geht um Gottes Wort und was Gottes Wort sagt und was Gottes Wort nicht sagt. Ich gebe euch auch den Link unten im Kommentarbereich, dann könnt ihr euch das anschauen. Ich mache das auch ungerne, weil ich immer Sorge habe, dass da Leute auch verwirrt werden können durch, wenn man diese Gegenposition so offen laufen lässt. In dem, was er sagt bezüglich der danielischen Auslegung der 70 Jahrwochen, wie sie unter den Evangelikalen heute weit verbreitet ist, da hat er absolut recht. Das ist alles fadenscheinig, ja, das ist tatsächlich so. Er selber macht es aber auch nicht besser. Er rechnet nämlich die Fristen von der Zerstörung des Tempels bis zum Edikt des Kyros und dann wieder weiter bis zur Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus. Der Engel sagt aber nicht, dass nach der ersten Frist von 49 Jahren ein Edikt des Kyros kommen würde, dass Jerusalem und der Tempel gebaut würden, sondern der Engel sagt, dass nach den ersten 49 Jahren, ersten 7 Wochen, ein Gesalbter, ein Fürst, kommt. Nicht, dass er ein Edikt erlässt. Kyros hat dieses Edikt 20 Jahre nach seinem Kommen erlassen. Der Rabbi rechnet von 486 vor Christus Zerstörung des Jerusalemer Tempels. Eigentlich muss man aber an den Anfang der Regierung von Kyros gehen. Dann kommt man aber auf der Anfangsseite ins Jahr 605 vor Christus. Das ist das, was ich immer sage. Das Jahr 605 vor Christus ist der Beginn der Laufzeit. Und zwar der 70-jährigen Gefangenschaft und auch der 7 Wochen und der 62 Wochen. Dann macht der Rabbi noch was. Er geht dann aus, nachdem er die erste Frist berechnet hat, der Jahrwochen,
kommt er dann auf Kyros, das Edikt von Kyros, und dann rechnet er vom Edikt des Kyros bis zur zweiten Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus und sagt, das wären 434 Jahre. Aber das passt vorne und hinten nicht. Und er rechnet das hin. Wie macht er das? Er nimmt jüdische Jahre. Ja? Er nimmt jüdische Jahre und aufgrund dieser jüdischen Jahrrechnung scheint es dann irgendwie zu gehen. Der Tempel soll 420 Jahre gestanden haben, plus babylonischer Gefangenschaft 70 Jahre macht 490 Jahre. Wenn man dann ins Jahr 70 geht und von da 490 Jahre zurückrechnet, dann kommt man ins Jahr 420 vor Christus. Das ist noch später als das Datum von Artaxerxes. Das passt auch nicht. Das passt bei ihm auch nicht zusammen. Das heißt also, ich bin ja froh darüber, ja, dass es bei dem Rabbi, dass er es auch nicht besser macht. Er wirft den Christen vor, dass sie die 360 Tage, Jahre angeblich, also Jahre von 360 Tagen umrechnen auf Jahre von 365 Tagen und damit provozieren, in das Jahr des Todes der Kreuzigung Jesu Christi zu kommen. Und er selber macht genau dasselbe auf Jüdisch. Er nimmt halt dann die jüdischen Jahre, ja, und kommt dann irgendwie auch auf die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Das heißt, er selber macht eigentlich gar nichts anderes wie die Christen auch. Und damit tut einer dem anderen auch nichts Gutes. Konstruktiv kommt da wenig bei raus. Aber eins ist wichtig. Man kann daran sehen, an seiner Streitrede, wie detailliert er zeigt, auch am Text des Alten Testamentes, dass diese christliche Version der 70-Jahre-Wochen, die wir haben, nicht haltbar ist. Ja? Schauen wir uns das mal im Detail an. Und wer Zeit hat und wer Lust hat und wer sich mit dem Thema beschäftigen will, den bitte ich einfach, nehmt euch die Zeit, schaut euch mal die Clips an und rechnet mal einfach vom Jahr 605, dem Jahr Jeremia, von Jeremia 25, von diesem Kapitel, rechnet mal vom Jahr 605 diese 49 Jahre und diese 434 Jahre, ja? Also die 7-Jahr-Wochen und die 62-Jahr-Wochen. Und dann kommt er auf Kyros, das war das Kommen des Kyros, und dann kommt er auf Antiochos Epiphanes, und zwar auf das Kommen von Antiochos Epiphanes. Die Sache ist nämlich die, Daniel merkt im Propheten Jeremia und liest da, dass Jerusalem wüst liegen soll 70 Jahre. Und dann betet er. Und dann kommt der Engel und sagt zum Daniel, wüst die letzten 70 Jahre? Nein. Es kommt ein Gräuel der Verwüstung. Und dieser Gräuel der Verwüstung, der wird bis zum Ende dauern. Und bis zum Ende wird es wüst bleiben. Das ist die Wüstenei, um die es geht. Nicht die vergangenen 70 Jahre lag Jerusalem wüst, sondern in der Endzeit wird Jerusalem noch einmal wüst liegen. Es wird sogar einen Gräuel der Verwüstung geben, der in Jerusalem sein wird. Und die beiden Spieler, die aufkommen in der letzten Zeit, wird der Perser sein und ein endzeitlicher Antiochos Epiphanes. Das heißt, er lässt den Daniel in eine nahe Zukunft schauen, nämlich zu dem Antiochos Epiphanes, der im 2. Jahrhundert vor Christus kam, also 250 Jahre, rund 350 Jahre nach Daniel, und in die allerfernste Zukunft, in eine Zeit, die auch uns heute noch zukünftig ist. Das ist das, was der Engel dem Daniel sagt. Ja? Der Daniel achtet auf die Jahre, dass Jerusalem wüst lag und sagt, sind die jetzt bald vorbei? Und der Engel sagt, die wahre Wüstenei, die kommt erst noch. Der Gräuel der Verwüstung, der kommt erst noch. Und der wird kommen, wenn der endzeitliche Kyros und der endzeitliche Antiochos Epiphanes da sind. Dann wird das alles in Erfüllung gehen. Und wenn dann die letzten 7 Jahre, die letzte 70. Jahrwoche vorbei ist, dann wird Weissagung versiegelt, dann wird eine ewige Gerechtigkeit gebracht. Und dann wird das Allerheiligste gesalbt werden, ja, oder ein Allerheiligstes gesalbt werden. Dann ist die Vollendung da. Das ist dieser große Bogen, der Daniel gezeigt wird. Und selbst das ist noch nicht alles. Ich wünsche Gottes Segen beim Anschauen des Clips. We're going to point out many of the problems with the Christian reading, and again, we're going to be building up as we go through this.